Team Germany, home for respect! A home for respect. Unter diesem Motto stehen die diesjährigen Invictus Games, die von der Bundeswehr und der Stadt Düsseldorf gemeinsam ausgerichtet werden. Seit 2014 gibt es die durch Prinz Harry initiierten Spiele, die verletzten Soldaten zu mehr Anerkennung verhelfen sollen. Mehr als 500 WettkämpferInnen aus 21 Nationen treten an. Sie messen sich sportlich in 10 verschiedenen Disziplinen. Und dieses Jahr sind erstmals nicht nur Soldaten, sondern auch Blaulichtkräfte mit dabei. Diese Leute haben meinen allergrößten Respekt und ich bewundere das tatsächlich sehr. Das sind wirklich Vorbilder, auch für mich, in ihrem Lebensmut, in der Hoffnung, die sie geben, durch ihr Beispiel, auch in ihrem Kampfeswillen, in ihrer Willenskraft. Henning Baum, Schauspieler und selbst einst Zivildienstleistender auf einem Rettungswagen, macht es vor. Respekt zeigen. Respekt gegenüber Menschen, die für das Wohl unserer Gesellschaft manchmal sogar ihr Leben riskieren. Doch immer häufiger werden die Helfer vor Ort nicht nur Zeuge mangelnden Respekts, sondern sogar Opfer von Anfeindungen und Aggression. Absolutes Negativbeispiel: die Silvesternacht von Berlin-Neukölln. Einsatzkräfte rücken aus, um zu helfen, und werden an der Einsatzstelle nicht nur an ihrer Arbeit gehindert, sondern sogar angegriffen. Dieser immer wiederkehrende Appell, mehr Respekt einzufordern, scheint aus meiner Sicht nicht wirklich was zu bringen, sondern es muss sich dahingehend etwas ändern, dass die Gesellschaft und die Politik ganz eindeutig Signale setzen, wir dulden das nicht. Wir dulden keine Gewalt gegen unsere Einsatzkräfte. Die Athleten bereiten sich seit Monaten auf die Invictus Games vor. Sie sehen sich als Botschafter, die auf sichtbare und unsichtbare Krankheitsbilder aufmerksam machen. Also ich hoffe mir von den Invictus Games tatsächlich in Deutschland, dass die Anerkennung für Veteranen und auch gerade verletzte Kameraden steigt. Diese Menschen haben alle Unglaubliches geleistet und leisten gerade noch viel mehr, dadurch, dass sie auf diese Spiele hintrainieren und aus ihrem Schneckenhaus rauskommen. Und deswegen erhoffe ich mir die Sichtbarkeit und einfach den Respekt von allen, die da zuschauen. Wer sich intensiver mit dem Thema Rehabilitation und Teilhabe auseinandersetzen will, der kann rund um die Invictus Games die Team Respect Area besuchen. Das Programm wurde vom Sanitätsdienst der Bundeswehr ins Leben gerufen, um einen Ort des Austauschs zu schaffen. Der Eintritt zu allen Wettkämpfen und zum Rahmenprogramm ist frei.